Pokémon. Ich kenne dieses Spiele-Franchise schon, seitdem ich denken kann. Schon seit meiner Kindheit an bin ich Jahr für Jahr verrückt nach diesen Monstern. Aber schon immer habe ich mir diese eine Frage gestellt. Ist es irgendwann wohl möglich, Pokémon im echten Leben, im Real Life zu fangen? Diese Frage hat lange auf eine positive Antwort gewartet. Doch der Tag ist gekommen. Willkommen zu Pokémon Go. Und mit diesem kleinen Kurzfilm, Kinners, willkommen zurück zu Pokémon Go. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Videoeinschnitt gefallen hat. Das war übrigens erstmal für Part 1 geplant gewesen, aber naja, wie es der Zufall so will, kam ja Pokémon Go, wie ich schon mal gesagt habe, plötzlich heraus als gedenkt. Und von daher gesehen, ja, habe ich es jetzt einfach mal in Part, ich glaube, 8 gemacht. Kann das sein? Vielleicht. Ja, Kinners, wir sind gerade hier, wie ihr sehen könnt, im Wald. Und ich habe euch ja versprochen, dass wir mal Pokémon Go bezüglich in den Wald gehen und hier ein bisschen aufnehmen. Ich sehe da gerade eine Bank, das ist doch super, um sich da mal hinzusetzen und ein bisschen zu rasten, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Ja, was haben wir heute erstmal vor? Ihr habt im letzten Part gesehen, wir waren im Begriff, Level 5 zu erreichen und das ist eine gute Sache. Ne, ihr könnt auch gerade hier sehen, dass hier keine Pokémon sind, hier ist auch wirklich fast gar nichts. Ich sehe da hinten aber einen Pokéstop. Hier sehe ich eine Arena, das ist auf jeden Fall unser Ziel, vielleicht in diesem Part, vielleicht auch im nächsten, da mal hinzugehen. Für den heutigen Part habe ich mir etwas anderes ausgedacht, nämlich erstmal, by the way, jedes Mal, wenn ich mir an die Haare fasse, dürft ihr einen kurzen trinken. Ihr werdet hackeblau, das sage ich euch, Kinders. Naja, scheiß drauf. So, ich wollte euch ein paar Sachen zeigen. Ich bin in Level 5 geworden, das bedeutet, ich darf jetzt quasi in Arenen gehen und darf da quasi den Arena-Leiter herausfordern. Ich habe da gerade eben ein Nebulak gesehen, was halt auch bedeutet, dass jemand einen Tag nach Australien-Release schon hier war und diese Arena eingenommen hat. Wird wohl irgendein Jogger gewesen sein, aber okay. Kinners, ich wollte irgendwas anderes machen. Ah, ihr seht, ne, ich habe ein paar Tränke bekommen, ein paar Beleber bekommen, das ist wunderbar. Ansonsten, was haben wir da hier noch so anzubieten? Ich wollte euch noch irgendwas anderes zeigen. Ach ja, Eier, genau, richtig. Ich frage mich gerade, wie ich diese Brutmaschine benutzen kann. Vielleicht geht es erst ab Level 5, vielleicht aber auch nicht. Das werden wir sehen. Wo können wir das eigentlich aktivieren? Ich meine, da gibt es ja diesen Brutkasten, ne? Die Eibrutmaschine. Boah, hier fliegen mich ständig irgendwelche Tiere an. Das ist so schlimm. Eben kam mir auch so ein richtiger Schwarm an diesen kleinen Eintagsfliegen in die Fräsen geflogen. Das Item kann ja nicht eingesetzt werden. Kann es sein, dass diese Eibrutmaschinen nur in Pokestops verwendet werden können? Das kann natürlich sein. Dann werden wir die Eier natürlich dort benutzen, ne? Gut. Ja, aber ich würde irgendwann noch irgendwas anderes machen. Wir sehen auch gerade hier wirklich keine Pokémon. Das finde ich schade, weißt du, jetzt bin ich hier gerade im Wald und hier ist gar nichts. Null. Na? Ich meine, hier ist ja auch so sonst nichts, außer ein paar, weiß nicht, Pferdeställe und sowas. Aber ansonsten tut mir das gerade echt leid für euch, ne? Ich hab eine Idee, was wir machen können. Wir können jetzt erstmal in diesem Part ein bisschen unsere Pokémon aufleveln. Ich weiß nur nicht, welches ich aufleveln möchte, ne? Nebulak ist auf jeden Fall eine krasse Wahl, ne? WP76, ich weiß jetzt zwar nicht, wie gut das ist, das werden wir hier rausfinden. Ich will Nebulak erstmal power-upen, weil ich glaube, das wird erstmal mein Main. Ich glaube auch, dass Nebulak gar nicht mal so der, komm, sag mal schnell, wie heißt das? Ich glaube, dass Nebulak gar nicht so der commonste Typ ist, der kommt gar nicht so regelmäßig vor. Wir power-upen den mal. Ist ja gar nicht so teuer, ich habe auch ein bisschen Sternstoff jetzt gefarmt. Das ist wunderbar, 18 KP, kann sich sehen lassen. Ist nur die Frage des Tages, will ich noch ein Power-Up verwenden? Ich würde sagen, ja, komm, machen wir.
Ja, das ist hier so ein Part, so ein bisschen, dass wir so ein bisschen in diese ganze Auflevelungsphysik reinkommen und ein bisschen auch Nebulak trainieren, ne? Sollte klar sein. Ich glaube aber, dass die Größe und das Gewicht und sowas gleich bleibt. Das kann natürlich wahr sein. Gucken wir mal. Jetzt hat das Ding schon ein WP von 110, glaube ich. Ja, 110. Richtig gut. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Was wir hier noch weiter machen. Ich glaube, Nebulak ist erstmal eine gute Wahl. Kann man das irgendwie als Main auswählen? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Das sind jetzt gerade eben übrigens Passanten an mir vorbeigegangen. Und ich habe keine Ahnung, wie die geguckt haben. Aha. Naja, scheiß drauf. Ihr seht auf jeden Fall, Nebulak ist extrem gut gelevelt. Ich habe auch 9 Eier, ne? Warte mal. Vielleicht können wir die jetzt brüten. Ah, nee, die werden ausbrüten beginnen. Aha. Es gibt auch Inkubatoren, mit denen man quasi diese Pokémon direkt, glaube ich, brüten kann, ne? Gut. Aber finde ich ein bisschen dumm, dass man die Eier erstmal quasi aktivieren muss, damit die, ich sag mal, anfangen zu brüten. Na, muss erstmal draufklicken, aber okay. Ich glaube auch so die Eier, die hier, ich sag mal so richtige, richtig lange Strecken haben, es kann bei denen sein, dass sie, ich sag mal, ein bisschen Yakinas, ein bisschen krasser sind als diese 2 Kilometer, ich brüte mich aus Pokémon. Kann ich eigentlich auch andere Pokémon jetzt gerade? Ach, warte mal, es gibt, ach so, ich kann jetzt diesen Inkubator direkt benutzen. Ja, machen wir doch mal direkt. Ja. Ja, hallo? Geh zu Fuß, um dieses Ei auszubrüten. Ach so, okay. Ah, okay. Kann ich auch mehrere direkt benutzen? Nö, weil ich nur einen Inkubator habe. Alles klar. Kinders, ich würde sagen, wir machen uns direkt mal auf den Weg. Vielleicht finden wir ja das ein oder andere Pokémon. Tut mir übrigens leid für dieses ganze Knacken, das ihr im letzten Part und in den letzten Parts, wo ich hier immer rumgelaufen bin, immer gehört habt. Ich habe keine Ahnung, was der Grund dafür ist. Ich weiß es nicht. Komme ich vielleicht irgendwie gegen das Mikrofon? Ich kann es euch nicht sagen, Kinders. Na? So. Ne, ihr seht, hier ist einfach mal gar nichts. Wenn wir jetzt gerade mal, wenn wir uns jetzt rechts halten, sollten wir eigentlich diese Arena erreichen können. Und ich denke, da gehen wir auch wirklich hin. Ist auf jeden Fall eine ziemlich knackige Sache. Ne? Ich habe übrigens in den Kommentaren zu lesen bekommen, dass es einige, und mit einige meine ich eigentlich sehr viele, ziemlich cool finden, wenn ich auch mal hier wirklich so durch die Welt laufe. So, und wirklich, das ist auch das Ziel von diesem Let's Play gewesen. Oder warum haben, ich sag mal so, ohne es jetzt irgendwie hate-mäßig zu meinen, no hate, aber warum haben die meisten ein Let's Play gestartet, wenn sie den ganzen Tag in ihrer Bude hocken und da aufnehmen? Wo ist der Sinn? Ist nicht der Sinn, viel eher mal rauszugehen und das Ganze dann meiner Ansicht nach mit einer Facecam und sowas zu filmen? Ne? So ein kleiner Denkanstoß. Ich meine, jeder darf es machen auf seine Art und Weise, aber da muss man sich nicht wundern, wenn das Let's Play, was man dann so produziert und halt nicht mit so Sachen wie Facecam oder wie draußen rumlaufen, Real Life und sowas ist, dass es langweilig ist, ne? Muss man sich da nicht wundern, wenn man sowas zu hören bekommt. So, wir entfernen uns, glaube ich, gerade von der Arena. Kann das Stein, Alter? Wo ist die überhaupt? Dahin, warte mal. Orientierungspunkt, bitte. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich... ich laufe da gerade von weg, oder? Gucken wir mal. Ja, ich laufe da gerade von weg. Das ist ja nicht normal. Das kann doch nicht wahr sein. Sehr, sehr dubios. Aber hier ist einfach mal kein Pokémon. Das ist wirklich so schade. Hier kann man, hier hätte man doch perfekt irgendwie ein paar... Oh. Boah, das ist so ein Scheiß, ne? Mich fliegen ja ständig irgendwelche Viecher an. Schlimme Sache, ey. Auf einmal ist es irgendwie eine Wespe und sticht mich ins Bein. Ja, Prost Mahlzeit, würde ich sagen, ne? Hast du direkt erstmal verschissen beim Wald, gehst hier nie wieder rein. Aber vielleicht kann es auch sein, dass ich irgendwie so ein bisschen, by the way, wie ich so in einen Wespenstock reingegangen bin und reingelaufen bin und reingesprungen bin. Ne? Kann alles sein. Kinders, Kinders, Kinders. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Ich glaube, ich weiß, wo sich diese Arena aufhält. Die wird irgendwo, wenn wir jetzt mal hier so schauen, die wird irgendwo in dieser Richtung sein. Boah, nicht normal. Irgendwo dort in dieser Richtung, wo ich gerade hinzeige. Da wird die sein. Ne? Deswegen nehme ich euch einfach mal mit. Und wir gucken uns das mal an. Weißt du, so in so Orten wie Köln, da kannst du dieses Vloggen ja einfach machen. Du kannst dann sogar in der Stadt Pokémon Go aufnehmen. Aber das ist so ein Ding, wenn wir in diesem Part werden wir im Wald sein, im nächsten Part werden wir auch noch im Wald sein, weil wenn ich schon mal hier bin, will ich das auch direkt mal ein bisschen ausnutzen und aufnehmen. Sollte klar sein, ne? Da werden wir quasi im übernächsten Part, also in dem Part nach dem nächsten Part,
werden wir mal in die Innenstadt laufen und das werde ich dann auch wieder nachkommentieren, weil es ist einfach viel zu laut, zu viel Trubel und sowas. Aber ich kann euch beruhigen, Kinas, es wird auch manchmal so sein, Arm kurz wechseln, weil das ist extrem. Oh, es wird auch manchmal so sein, dass ich auch vielleicht mal nachts irgendwie in die Innenstadt von Krefeld gehe und da Pokémon Go aufnehme. Das kann sich auch empfehlen, weil jetzt sagen einige, Kai, dann ist es doch quasi so, da kann man deine Facecam doch gar nicht mehr sehen, weil es so dunkel ist. Habt ihr natürlich recht, ne, in Sachen Außenlicht und Tageslicht ist es natürlich klar. Aber es gibt ja noch das, das Screenlicht, ne, das Bildschirmlicht, das sehr, sehr breit gefächert ist. Und ich habe ja ein relativ großes Tablet. Ist, by the way, ein Wunder, dass ich es gerade mit einer Hand halten kann. Aber man gelernt ist gelernt, ne? Sag ich jetzt mal. Ach, guck mal hier übrigens. Richtig schöner Teich. Carpador, du geile Sau. Ich krieg dich noch. Du fettes Rindvieh. Du alte Drecksau. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass hier keine Pokémon sind, weil vielleicht mein Handy keinen Empfang hat. Aber das kann dann auch wiederum nicht sein, weil ansonsten würde da stehen, ja, hier kein GPS-Signal oder sowas. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin mit dem Fahrrad hier hingefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Ding ist halt, ich hätte das Fahrrad mitnehmen sollen, aber naja, dann wäre das noch tanzverbotmäßiger gewesen, weil Tarradverbot, genau. Weil Tarradverbot auch manchmal mit dem Tanzpferd fährt. Weil Tanzverbot auch manchmal mit dem Fahrrad fährt. Ist euch klar, ne? Aber gut. Kinders, ey. Naja, aber ich habe auch schon von anderen gehört, ja, hier in meinem Dorf, da ist gar nichts so. Und das ist halt auch echt mal eine Sache, die man patchen muss. Und auch gerade hier, man muss sagen, so vielleicht ist es halt so engpassmäßig, weil es halt nur 150 Pokémon gibt, ne? Möglich ist es natürlich. Deswegen bin ich umso gespannter, wenn die ganzen anderen Pokémon reinkommen. Aus Johto, aus Hoenn, aus Sinnoh, aus Einal, aus Kalos. Und vielleicht kommt noch irgendwann so ein Patch von der Alola-Region, ne? Ohne Witz, das gibt die Klicks, wenn ich in den Titel eingebe und versuche, Alola Pokémon in Pokémon Go. Drrr. Vielleicht. Werden wir sehen. Ist eigentlich gerade jemand hinter mir? Nö. Das Ding ist, ich bin halt auf so einem Waldweg und ich weiß nicht, was irgendwie links oder rechts vom Waldweg oder vom Waldweg ist, weil da halt immer nur Bäume und sowas sind. Ansonsten höre mir gerade die Eichhörnchen zu. Ah, hallo. Ja, guten Tag. Ja, gut. Ja. Ja, Kinders, ihr seht, das führt gerade zu nichts. Warte mal, wo ist jetzt die Arena? Hau mal raus. Wo ist die Arena jetzt gerade? Die ist, okay, ziemlich weit in dieser Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Weg nehme, ja, okay, ich glaube, ich weiß, wie ich jetzt exakt dahin komme. Das ist eine gute Sache. Ich muss nämlich erstmal jetzt in diese Richtung gehen. In diese Richtung. Und dann gucken wir uns mal an, dass wir auch gleich diese besagte, ja, Arena finden werden. Ist ja ganz klar, ne? Nee, keine Ahnung, es ist so. Es ist so weit weg, ne? Ich werde gleich erstmal wieder 10 Kilometer laufen müssen, damit ich mein Fahrrad wieder bekomme, ne? Guckt mal, da übrigens ist ein Pferdehaufen. Warte mal kurz. Hey, nein. Hier, warte mal. Wo ist es denn? Könnt ihr sehen? Da ist irgendwo ein Pferdehaufen und ich glaube, mein Kopf verdeckt das gerade, deswegen... Oh. Nee, da ist auf jeden Fall ein Pferdehaufen gewesen. Also kein Haufen Pferde von wegen, oh, das sind voll viele Pferde, sondern da ist es voll viel Pferdescheiße. Nach dem Motto. Ja, Kinders, das führt zu nichts. Ich würde mal sagen, ich beende den Part und beim nächsten Mal sehen wir uns vor der Arena wieder und machen diese Arena unsicher, von daher gesehen. Bis zum nächsten Mal. Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Ja, ich kann zurücklaufen eigentlich, ne? Aber gut. Kinders, ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.